So, und da sind wir wieder. Weiter geht's mit dem Elektrominen-Dungeon. Hooray! Ihr könnt da natürlich noch eine Weile weiter spinnen, aber, ne? Ich gehe Drop the boss. Nicht weiter. Das sind Rare-Mon, ich schieß lieber Blitze. trotzdem vergiftet. Durch den Blitz, wunderbar. Ach, hör auf abzuwehren. Schon mal erwähnt, das ist super sinnvoll. Das ist einfach nur, weil man ihnen Schaden macht, wird man vergiftet. Ja. Das hattest du, glaube ich, mal erwähnt. Und Infamon. Ach, endlich. Mistviecher. Irgendwie ist der Schadens-Debuff, den sie mir gerade drauf gemacht haben, sehr schnell wieder weg gewesen. Merkwürdig. Hat ihn jemand heilen können oder so? Nein. Fand ich komisch. Also, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hatte ich den noch gar nicht drauf und es war nur auf Imperial-Dramon und ich habe es für mich gehalten gerade. Das Springen macht es echt nicht leichter, die zu hauen. Das ist richtig. Ja, aber ich meine, siehst du sie mal. Ja, aber nur während sie springen, nicht wenn sie dann fertig sind mit Springen und irgendwo im Dunkeln stehen. Was war's? Sehr wahr, ja, das war's. Ja. Oh mein Gott, das Gift ist zu Ende. Hurra! Juhu. Gift? Ja. Und hier haben wir. Oh, eine Laserkanone. Hallo? Ich traue solchen Räumen nicht. Ja, weil da meistens noch andere sind. Rüstungswort Alpha, Ganz was Tolles. Oh, Jay! Wow, das Ding hat mich zweimal getroffen. Wunderschön. Combo! Will mich jemand heilen? Danke. Die Dinger schießen nur, wenn man reinläuft, gemein. Mein Gott, nicht schon wieder. Slippery! So. Und jetzt dürfen wir auf diesem Boden gegen. Sauber vorbeigeschlittert! Und sind da schon mal. Einmal am Boden. Ich schaffe es! Jawohl! Jawohl! Nein! Einer ist und das trotzdem vorher tot! Ja, weil wir tausendmal nicht getroffen haben, weil wir weggeschlittert sind. Ja, Dito! Technico! Haha, ouch! Vor allem, weil Aura zwischen nicht mal umgefallen ist, dadurch haben wir Zeit gewonnen. Ja. Technik. Yay, Level Kritsch, hoch! Kritischer Treffer. Bin ja schon wieder durch den kritischen Treffer umgefallen. Ja. Bam, bam! Und erledigt. Ha, sauber abgestaubt von mir. Ja. Hab ich den nicht getötet? Ich dachte, da unten wäre noch ein Item, aber war es offenbar nicht. Ja. Kurz eins, auf jeden Fall. Wieder Geschwindigkeit aufzunehmen, wenn man die Richtung wechselt, dauert das macht so auch ewig. Super Sinn, dass. Ah! Durch das Ding durch! Schnell, schlag, 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 schlag! Das Ding doch mal, bitte! Macht doch super Sinn! Mist, die Viecher schon wieder. Dass man Schaden nimmt durch das Ding, gleich ist er tot. Ja. Kannst übrigens auch im Notfall ein Dreieck drücken, im größten Notfall. Mein Gott. Ja. So, wunderbar. Hast du es dir auch schon geschafft. Ja. Und Elektroböden links und rechts. Kanone! Das. Das ist ja ganz schön mief. Ehrlich, man schlittert in der Luft, man springt und schlittert, während man in der Luft ist. Ja, weil das macht Sinn. Dieses Spiel. Total. Eine Karte. Dieses Spiel. Eine Karte. Elektrominen geöffnet. Wuhu, B2. Und da haben wir. Irgendwas. Das nicht angezeigt. Und hier ist ein Geheimgang übrigens. Ich würde sagen, wir haben gerade vorhin einen Geheimgang. Die Karte hat nicht das kartografiert, wo man sie gefunden hat. Wunderbar. War fantastisch. Ach so, damit man den Gängen entgehen kann. Laser! Autsch. Ah. Ja, ja, nutzt aus, dass ich den gerade aktiviert habe. Hallo! Blödes Mistding. Hauptsache, der schießt doch irgendwann. Ah, ich habe mich schon wieder für dieses mistige Wargrim angehalten. Toll! Du kannst mich. Ja, meine Lieblingsstelle. Dann hier kommt eine Laserkanone. Ja. Wir hätten eigentlich den Geheimgang zurücklaufen sollen. Irgendwie ja. Ah! Ich lebe noch! Ja. Du lebst noch, in der Tat. Freude! So, gehen wir erstmal hier unten weiter. Rare-Mon! Wunderschön. Der kann sich ja zum Glück jederzeit ändern, der Tusch. Ach, unvergiftet. Jawoll. Technico, yay. Und hier drin haben. Oh, neue Gegner! Also, fast neue Gegner. Wir haben sie schon mal gesehen. Aber jetzt gibt's normale Gegner. Mechaschurken als stinknormale Gegner. Die gab's früher nicht einfach so. Nee, die gab's zweimal als Boss. Genau. Und hier haben wir. Oh, einen richtig schönen Gestaltenraum mit Mechaschurken. Tja. Ja, die Bosse wurden echt zu irgendwas Geringerem reduziert. Ja, stinknormale Gegner, die durch die Luft jetten können. Sind das jetzt eigentlich Mechaschurken oder Mechaschurken X? Das sind Mechaschurken. Schurken. Delta. Das sind wahrscheinlich Mechaschurken Delta 4 oder so. Weil das ja, irgendwie sowas. Man könnte auf die ID gucken, die wir irgendwann mal gekriegt haben von dem Giftdschungel-Dungeon von den dreien. Ist nur die Frage, ob das die gleichen sind. Die haben ja nicht unbedingt die gleichen Namen. Ach, bestimmt. Glaube ich nicht. Sie sehen gleich aus. Weil die Mechaschurken, die gleich aussehen, ja teilweise auch unterschiedliche Namen schon hatten. Hatten sie uns ja auch schon gesagt. Ja. Mistviecher, ja. Wir hatten früher schon mal unterschiedliche Mechaschurken gesehen, die unterschiedliche Titel hatten. Ach ja? Ja.
Kabam! Die hatten irgendwann mal Titel. Autsch. Ja, zum Beispiel irgendwie Delta 24510 oder so. Aha. I totally don't remember that. Ob das klingt. Kann man in der ID lesen. Technisch. Ja. Ja, es ist sehr technisch. Ja. Hochkompliziert. Wie gesagt, Hauptsache es klingt. Ja. Ja. Und wir kriegen keinen ID-Schlüssel von ihnen. Oh. Oh. Obwohl es früher mal Boss geht. Ey, aber noch eine Karte. Wunderschön. Ja. Karten sind immer eine gute Sache. Hier drin finden wir Infamon, die in den Ecken lauern und auf uns ballern wollen. Die Mistviecher. Ja. Drei Leute schlagen drauf, kein einziger Schadenswert ist sichtbar. Ja. Ah, jetzt aber hier, sterbt's. Zum Glück spalten sie sich dieses Mal nicht so viel auf, wie sie es manchmal sonst tun können. Außer der jetzt gerade. Ja, ja, springen die auch noch weg. Ist trotzdem relativ wenig, wie oft sie sich aufspalten. Ja. Verglichen zu an. Hört mal! Ihr Mistviecher. Oh. Und Wermon! Wunderschön! Wunderschön! Das Infomon lebt immer noch. Yay. Ich hab's gesehen, Merlin. Im Notfall kannst du dich sogar selber heilen. Ja. Stimmt. Du hast einen Heilzauber. Ja, sogar eine Aura. Ja. Ja. Du bist im Prinzip auch ein Heiler. Du könntest im Prinzip uns heilen, wenn's Notfall ist, aber... Nicht runter! Wow. Großkill! Also wie der deine Luft geschwebt hat, das war ja definitiv... definitiv ein Glitch. Das war doch irgendwie nicht mehr so richtig, ne? Denn meine Hacken standen noch auf dem Ding. Ja, genau. Bisting, kaputt. Ein Heiler. Hast du nicht einen Mini-Blitz? Ich habe Mini-Blitz, ja, aber ich hätte erstmal von Heilung auf Blitz umschalten müssen. Und dann hätte ich jetzt... Was machst du denn da? Ich habe mir die MP-Disc geholt, oh Mann, die da lag. Und dann hätte ich nicht demonstrieren können, dass ich mit meinen Schlägen das Ding nicht kaputt machen kann. Denn ich glaube, es hat noch niemand auf das Ding draufgeschlagen. Doch. Außer jemand, der es sowieso hätte doch zerstört. Doch, haben wir schon. Nein, haben wir nicht. Doch. Nein. Doch. Niemals. Doch. Nein. Pulver. Niemals. Deutsch steht immer noch so in Infernum und schießt auf uns. Mir egal. Gehen wir auch weiter. Technico. Wunderschön. Nochmal Technico. Wunderschön. Nochmal Technico. Wunderschön. Kein Technico. Schade. Oh. Staub! Ich mach den ganzen Schaden, der kommt, macht einen letzten Schlag. Hihi, ich hab die Erfahrungspunkte eingesagt. Der neue schon wieder. Was? Also, du machst dich hier echt nicht beliebt in der Gruppe, weißt du das? Ich merke das schon. Der ist auch sonnensicht beliebt. Müssen wir uns noch einen neuen. Warum sitzt der eigentlich hier? Müssen wir uns noch einen neuen Mitspieler kaufen? Ehrlich mal, wo ist unser wirriger Hurumon? Also, wir machen jetzt. Ist natürlich rutschiger Boden unter dem. Ja, rutschiger Boden und elektrischer Boden. Alles auf einmal. Mein Gott, geht das doch irgendwann mal wieder aus? Hallo? Nein. Hey, Hilfe! Ah! Das war jetzt ja echt irgendwie. Wie soll man das denn machen? Ja, genial! Achso, hier ist eine. Hier ist eine. Ja, Karte und so. Karte und so. Wo hänge ich denn? Ah, da häng ich. Deswegen so war da vorhin auch nochmal extra eine Karte auf dem Boden wahrscheinlich. Ja. Ich sehe kaum, wo ich hinlaufe. Heute verliere ich mich aber echt besonders häufig aus den Augen. Schon lange nicht mehr so extrem gewesen. Oh, da war noch ein Infernum am Leben. Die stehen hier irgendwie überall. Yep. Ey, da lebt immer noch eins. Hat sich anscheinend aufgespalten, als ich nicht hingeguckt habe. Ah, ein Infomon springt direkt in meine Reichweite. Ich habe gerade den Variadramon gesucht. Ich habe gesehen, der hat wenig HP. Ich habe es eh nicht gefunden, weil er einfach irgendwo im Nebel stand. Und da war es raten, welcher von den Debuffs ist Variadramon? Welcher von den Debuffs ist seiner? Guck mal, Kriegsschwert. Sind alle tot? Ja. Ja. Nein. Nein. Hä? Aber das auf ihn! So, das ist der aus dem anderen Raum! Da ist noch ein Kriegsschwert irgendwo. Ja, bin ich überhaupt? Du bist da oben, du bist ja auf der Karte, bist du der grüne Punkt, wenn du nicht mehr verlierst. Wem wird das Kriegsschwert einsammeln? Was? Oh, wunderschön. Jetzt hat sich der Raum hinter uns geschlossen, aber die anderen sind noch offen. Das heißt, wir könnten theoretisch weiterlaufen, wenn wir wollten. Ja. Wenn wir die Gegner nicht sowieso besiegen wollten, müssten wir es gar nicht. Doch, Moment, doch, die Tür da vorne ist zu. Nehm ich zurück. Das hier ist diese Klippe, Moment, wo wir nicht runterspringen wollen. Das ist ja nur die Klippe. Ja. Tadam. Ah, sterbt Imperial, Imperialramon auch, aber Infamon in erster Linie. Hey! Du hast noch keinen Punkt auf dem Death-Counter, du brauchst definitiv mal einige. Ja. Ganz viele. Vielleicht soll ich auch für den zu heilen. Sam übernommen. Wir haben ja keine persönlichen Death-Counter. Ah ja, und jetzt geht's also nach oben weiter. Wenn die auch einfach mal ausgehen. Das Ding hier hält, glaube ich, ein paar Stunden. Ah! Oh. Ja, geil, genial! Das kann man doch super gut schaffen! Das war gerade auch. Das ist mega du möglich! Du musst den Damage nehmen. Du musst den Zum Glück nehmen die halt, machen die halt relativ wenig Schaden. Glücklicherweise. Mega Dramon. Aus dem Weg. Ah, da vorne ist die Treppe ins nächste Stockwerk. Ist aber ein langer erster Dungeon hier. Für die Maschinenzone. Oh. Ja, so also, ja schließlich nur auch. Nur einer? Was macht der? Ich dachte, da kommt noch einer. Nee, das war nur ein einziger. Das ist ja langweilig. Es geht weiter ins dritte Untergeschoss. Hurra! Go!
Das dritte Untergeschoss. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind ja auch im letzten Untergeschoss. Also, schauen wir mal. Hier gibt es ein lustiges neues Gimmick, nämlich Züge! Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Züge in diese Welt. Wie war das doch gerade? Komm doch mal her, mein Gott. Ich weiß nicht genau, wie Züge in diese Welt passen, aber sie fahren hier die ganze Zeit durch und wir können auf ihren Schienen hin. Ah! Hin und her laufen. Mein Gott, der kam aber schnell, der Zug, nach dem letzten. Man kann auf den Schienen auch entlang laufen. Das heißt, wir können jetzt jedes Mal, wenn wir so Schienen sehen, auch erstmal links und rechts überprüfen, ob es da vielleicht durchgeht. Bin mir ziemlich sicher, später müssen wir auch auf den Schienen entlang laufen. Aber erstmal ein fast komplett schwarzer Raum. Jawohl, wir hatten ja bis jetzt noch nicht genug Schwärze. Nein. Sieht man so gut wie gar nichts mehr. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo ich ihn angreife. Wo bin ich eigentlich da? Okay. Ich sehe mich zwar, aber aus irgendeinem Grund treffe ich den Kerl nicht. Oh wow. So verdammt viel Schaden. Zum Glück brauche ich nicht so präzise Ziele. So, ja, hier sieht man wirklich nur so ein ganz kleines bisschen links und rechts. Man hat wirklich keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist. Da lang zum Beispiel Bits. Also einfach immer X drücken. Und ja. Dann bleibt man stehen. Und hoffen, dass man was trifft. Ja. Ja. Achtung, Züge. Laufen und schlagen da. Und ich glaube, das ist die Stelle, wo wir laufen müssen. Also, auf geht's. Natürlich die Frage, hier vorne geht's wahrscheinlich weiter. War vielleicht links noch irgendwas? Und geht's hier rechts noch weiter? Warte, geht erstmal auf den Schienen weiter. Ich will erstmal wissen, ob hier noch irgendwas ist. Naja, da vorne ist schon wieder der Tunnel. Ja. Ich glaube mich zu erinnern, dass wir jetzt links einen Gang verpasst haben, weil wir nach rechts gegangen sind. Und da war wahrscheinlich sogar die Karte drin, die wir jetzt verpasst haben. Erstmal wieder den Ramon, das kaputt geprügelt werden muss. Hoffen wir einfach mal, dass es später noch eine Karte kommt, wenn das denn der Kartenraum war. Gott, bei diesem bekloppten Boden hier ist es schon... Wow, fragwürdig, ob man die Kiste überhaupt öffnen will. Da war nicht mal was drin. Das ist schon echt eine Kunst, über diese Elektrodinger drüber zu springen bei dem rutschigen Boden. Digimon Driften. Ja, oh mein Gott, ein großer, runder Raum. Ein X-Schurkenraum, Mecha-Schurkenraum. Hey, der hat mich umgebracht. Haha. Irgendwie hat es auch mal länger gedauert, die zu töten. Ja, ne? Aber gerade haben wir einen guten Lauf gegen die Viecher. Sterbt, ihr Mistviecher! Ja. Nee. Technik-Level. Oh yeah. Bam. Ich mach so wenig Spin-Angriffe in letzter Zeit, seitdem ich die zwei Äxte habe. Muss ich mal zwischendurch wieder ein bisschen häufiger machen. Sonst setzt ja gar keiner mehr ein. Spin was? Ja, genau das. Wasserangriffe? Jetzt hab ich gegriffen, Mistvieh. Ich bin gestunt. Zeit schon mehr Technik-Level. Ja, sie können dich greifen und sich dann wegschleudern, die Mistviecher. Bam bam. Zum Glück machen sie nicht übermäßig viel Schaden mit ihren Angriffen. Ja. Das scheint aber abbrechbar zu sein, wenn man die dann haut. Sterbt, Mistviecher, ihr gehört in diese Welt. Tötet euch trotzdem. Ne, wir gehören hier nicht hin. Sind die nicht irgendwie künstlich erschaffen worden und so? Ja. Und sollen so wie alle anderen Digimon? Aber die gehören hier in diese Maschine. Nein, Digimon werden hier geboren. Die sind hier ja zu Hause, mehr oder weniger, nicht sicher. Wir sind ja in deren Heimatzone jetzt. Also wir gehören hier in erster Linie nicht hin. Ja, das ist ja halbwegs normal. Aber wir möchten trotzdem alles wieder. Ja, das macht man doch so, dass wir irgendwo nicht hingehören, ist ja normal. Ja, wir sind Außenseiter. Das meinte ich nicht. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier oben vielleicht keinen Kartenraum haben. Nein, Ramon finden. Vielleicht gibt's ja eine geheime Wand. Bam bam, mystisches Ramon. Das sind ganze 75 Bits. Eine geheime Wand? Nein, nein, nein. Also nicht. Wunderschön. Wunderschöner Seitengang. So, dann gucken wir mal. Noch mehr Ramon. Ach, diese mistigen Rare-Viecher. Ja, diesmal fesseln sie uns erheblich seltener, als ich das so kenne. Das stimmt. Das Fesseln ist eigentlich sonst häufiger, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir sie so oft angreifen, dass es nicht dazu kommt, es einzusetzen. Ja. Sie haben ja zum Glück kein automatisches Fesseln beim Angreifen, sondern nur automatisches Gift. Ja. Verdammt, das Infamon. Ich sehe nicht mehr, ob mein Infamon noch lebt oder nicht, weil irgendwie ich überhaupt keine Sicht habe, auch nur die Schadenswerte zu sehen. Ich teste das so dermaßen verteilt. Ich teste das immer mit Minibuch. Ja, wunderschön. Bam bam, wow. Da kann man immer sehen, ob... Ganz viele Technik-Level. Niemand weiß, wer was macht, aber ne, irgendwas passiert. Irgendwas ist bestimmt passiert. Irgendwie sind unsere Gegner gestorben. Man muss die anderen Wände hier überprüfen. Ich meine, man läuft einfach so weiter, aber ich würde doch schon gerne gucken, ob hier vielleicht irgendwas ist. Ne. Wieso geht denn diese... Die Debuffs sind echt praktisch in diesen dunklen Dingern. Ja, man weiß zumindest, wo man ist. Ja. Auch ohne Karte. Okay, Trainmon. So, ist hier links was? Nein. Schnell von den Schienen runter. Ja. Trainmon. Hallo. Naja, rennen wir halt.
Dieses verkackte Klav ist angemahnt. So ein verdammter Verräter, ehrlich. Alle laufen los. Nee, da kommt jetzt eh ein Zug und überfährt dich. Ich nehme jetzt wieder keinen Schaden. Ja. Ehrlich. Ich wusste, dass das passiert. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Karte. Ja. Ja. Okay. Und ein Megadramon. Ja. Hurra, ein Megadramon. Ach, hier oben waren das lebt übrigens noch. Hier oben waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja, das ist da oben der große runde Raum. Wo wir die Meerschurken kaputt gehauen haben. Megadramon, Mini-Blitz. Leider durch das Vieh durchgeflogen, weil es unbesiegbar war. Verdammt, das auch. Der macht ja einen für 51 Schaden. Vermutlich ich. Ja, stimmt. Der Heiler. Ja, aber er blockt dann immer den nächsten Schlag, weißt du? Ja. Verhindert unseren Schaden. Schlimm. 77 Erfahrungspunkte. Mein Gott, noch eins. Bam, 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 bam. Können uns ruhig ein paar mehr davon gleichzeitig auf den Hals schicken. Ja. Ja, das wäre spannend. Und ja, so viel zu dem Raum. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir da unten links weiter. Haha, dieses Mal bin ich der Einzige, der nicht sich jetzt den Namen verloren hat. So, jetzt kommt sowieso gleich wieder ein Zug. Bam, 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 bam. Schaut's alle um. Was soll's? Ach ja, stimmt ja, man kann blocken. Danke für die Erinnerung. Das ist eigentlich gar nicht so blöde. Ich wollte gerade sagen, das ist gar keine schlechte Idee. Einfach die Mistviecher blocken. Oh, Ramon, wuhu. Endlich wieder vergiftet werden, war ich auch so lange nicht mehr. Technik-Level, yay. Und kabam, 78 Erfahrungspunkte. Oh, eine Tür, hä? Die kannst du ja trotzdem schon mal aufmachen. Elektromann, danke. Elektromann. Passt denn hier auf? Wer macht da eigentlich 190 Schaden? Ich spinne nicht. Ich glaube, es sind kritische Treffer von mir, aber ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, was hier in diesem wunderbaren großen roten Rom ist. Oh mein Gott, das habe ich ja nie erwartet. Das könnten auch deine eigenen kritischen Treffer sein. Meine? Ja. Könnte sein. Wäre schön. Ich meine, dein Angriff ist immer noch höher als meiner, also. Aber ich habe nicht geschlagen, als die 190 kamen. Dann war es wahrscheinlich mein kritischer Treffer. Das war nicht meiner. Vielleicht war es auch nicht. Vielleicht war es auch Imperial-Dramon. Der sagt zwar, er ist es nicht, aber. Ja, ich mach so um die 80 Schaden. Ich auch. War es wahrscheinlich ein kritischer Treffer von meinem Dings da und wegen dem Dunkelheitselementaren hat es wahrscheinlich noch extra Schaden gemacht. Also an den Mecha-Schurken X hier mache ich auf jeden Fall scheinbar keinen Bonusschaden. Ich mach nur 105 an den Viechern. Nur? Ah, 165, okay, das sind scheinbar meine kritischen Treffer. Auf jeden Fall wunderschön, so ein Dunkelheitschip drin zu haben, der viel Schaden macht. Kabam, oh, schöne Mini-Wucht. Inzwischen ist die Mini-Wucht gar nicht mehr so stark, die macht nur noch 58 Schaden an den Viechern. Ist halt nur eine Mini-Wucht, ne? Naja. Aber am Anfang des Spiels war es immer noch unsere stärkste Angriffstechnik überhaupt. Ja, die benutze ich hauptsächlich, um halt... Weil es halt damals noch 58 Schaden gemacht hat. Da war das noch viel. Damals! Damals! Früher. Der guten alten Giftdschungelzeit, die gerade mal... Ja, ne? Na gut, da war es auch schon nicht mehr so gut. Doch, im Giftdschungel war es immer noch gut. Nicht so richtig. Doch, schon. Eigentlich auch nur deshalb halbwegs annehmbar, weil es viele Gegner waren. Ja, eben. Das ist aber immer noch eine starke Technik. Immer noch fast auf dem gleichen Level wie unsere normalen Angriffe. Naja. Doch. Wir haben auch schon knapp 100 Schaden mit normalen Angriffen gemacht und das Ding hat 50 gemacht. Ja, du vielleicht mit deinem überpowerten Mistwehorn. Aber wir nicht. Hey, Giftdschungel waren wir auch schon digitiert. Ja, stimmt. Aber trotzdem haben wir da nicht so viel Schaden gemacht. Doch. Nein. Doch. Minibuch war da immer noch gut. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Mich sogar noch nur in bestimmten Situationen. Wenn ganz viele Gegner in der Nähe sind. Mini-Blitz. Ist da noch irgendwo was? Ja. Ja, hier. Also mal cruisen. 79 Erfahrungspunkte. Und X da, ein 20er Pack. Und hier vorne haben wir einen dunklen Raum. Jawohl, alle gleichzeitig. Wunderschön. Offenbar hat das Informant gerade seinen Schadensdebuff eingesetzt. Hat alle erwischt. Ja, wunderschön. Level hoch, wunderschön. Level 25. Mini-Blitz. Kabam. Mit dem Mini-Blitz hat man wenigstens eine zielsuchende Attacke. Aber wirklich was helfen tut's nicht, weil es keinen Schaden macht. Wir sind noch am Leben, ja, ist es noch. Da liegt eine Erwachendisk. Ich glaube, wir haben aufgeräumt. Ja. Also weiter geht's. Eventuell, ja. ein großer, rutschiger Raum. Oh, wunderschön. Megadramon. Yep. Hurra. Das freut mich ja jetzt besonders. Besonders, dass Megadramons hier sind. Bam, ja. Bam. Vor allem, weil sie Mini-Blitz können. Bam, bam. Der Zielsuchende ist. Oh mein Gott, da hat einer geblockt. Ich habe mich gerade für Imperial-Ramon gehalten. Ich habe gerade, glaube ich, eine ganze Weile einfach nur sinnlos in der Luft rumgeschlagen, oder? Keine Ahnung, ich achte nicht so auf den. Ja, diese Mini-Blitz von denen sind ja relativ langsam. Die Zielsuchenden, die kann man halbwegs gut blocken eigentlich. Da war eine Großklinge Better oder so. Ja, dann hebst du auf, wenn du sie haben willst.
will die nicht haben. Ja, ran, komme zum Schlagen. Bam. Nein, ich wollte den Killstil. Er hat abgestaubt. Bist die Abstauber, ehrlich mal. Die ganze Arbeit allein und drei Leute kommen an. Meins! Ja, danke. Ja, denn, ey, mal. Was ist echt nicht damit, ne? Hey, wir sind im Kreis gelaufen. Ups. Hey, wir sind in den Train reingelaufen. That's the Train. Das können wir gut. Aber ich glaube nicht, dass wir hier schon waren, oder? Glaube ich schon. Oder? Ich meine nicht. Der Raum mit der Karte drin und ja, und es gibt mehrere Räume mit Zügen. Ach. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ich würde sagen, hier waren wir eindeutig noch nicht. Okay, Mystic Informants, zeigt euch. Ach, ja, super. Könnt ihr aufhören wegzuspringen? Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, welcher von den beiden ich bin. Ah, ich bin da rechts. Mistviecher. Ah ja, hier haben sich ein paar in der Helligkeit versammelt. Die werden direkt mal getötet. Und jetzt habe ich mich hier aus dem Lang verloren. Da unten bin ich. Direkt mal auf das nächste Inferno. Leider ist es in der Regel praktisch, wenn sie sich ins Dunkel reinstellen, weil dann springen die wenigstens nur gegen eine Wand. Sehr wahr, leider. Da hinten die vorne den Nachteilen. Miniblitz. Tötet ihn. Der hat... Oh, toll. Wunderschön. Ja. Der hat einen Fehlerdien. Da unten ist auf jeden Fall irgendein Item. Eine Vampirklinge, Alpha. Wow. So, und hier haben wir schon wieder einen großen Raum mit Mechaschurken drin. Yay, Mechaschurken. Vor allem nicht das Freude. Mistigen Viechers. Abwechslung und so. Ja. Na, immerhin hat hier kommen durch mehr abwechselnde Gegner als in, als in den ganzen letzten Dungeons. Hier hat man immerhin Mechaschurken, Ramon, Megadramon, Infermon. Infermon und, ja. Hunde. Zumindest draußen. Ja, also Hunde hier drin hatten wir glaube ich noch nicht, ne? Ja, ich lache, aber zumindest draußen. Hier sind die alten Hunderäume jetzt zu Mecha-Schurkenräumen umgewandelt worden. Ja. Ja, wir hatten ja auch mal komische Skorpionräume. Ja, die sind auch schon lange her. Die wurden ja dann von den Hunden irgendwie abgelöst. Komische fliegende Rochenräume. Ja. Die wurden dann von den Skorpionen abgelöst. So. Ja. Ja gut, die gab es eine Zeit lang aber parallel. Ja. Kommt mir erst nur so vor, da grappen die immer mich. Ach, das passt nicht jedem, wenn er rangeht. Jetzt haben sie mich zum Beispiel gerade erwischt. Ja, also rangehen ist ja auch verwirrt. Ah, puh, ich bin weggesprungen. Wunderschön. Und jetzt hat es nicht geschafft, mich zu greifen. Haha. Stirb ist fähig. Oh, ich starte meine. Haha. Plus 5. Sammelst du die nicht irgendwie immer ein? Nein, leider hat Kevin generell die meisten, aber inzwischen habe ich vielleicht mit meinem 20er Pack gut aufgeholt. Ja, du dürftest mich überholt haben mit dem 20er Pack. Nee, ich meine jetzt in der letzten Zeit, seit den Aufnahmen. Eigentlich sammelt Kevin die am häufigsten immer noch ein, bis jetzt. Ich meine, in dem letzten Dungeon habe ich nur dich einsammeln sehen. Nee, ich habe auch schon welche eingesammelt, dreimal oder so, fünfer. Also, warum sind übrigens X-Daten? Jawohl, hab's dann. Statt gegen anzugreifen, lieber X-Daten sammeln. Genau das. Man muss auch Priorität setzen. Mhm. Exakt. Ich muss gleich mal gucken, wie viele X-Daten ich momentan habe. Ah, ich bin schon wieder paralysiert. Autsch. Wow, der hat uns beide weggeschleudert. Ja. Mistkerl. Ha! Ich habe 75. Okay, das heißt, ich sammle erstmal nicht mehr. Genau. Außer sie tauchen einfach vor mir auf, wenn ich gerade zu der unteren Tür laufen will. Da tut mir leid. Nein, wunderbar, ja, wunderbar. Timing und so. Haben wir hier eine Sackgasse? Ach, auf jeden Fall haben wir einen rutschigen Raum. Na, ah, ich hab keinen Bock mehr. Wir machen die Episode hier erstmal, ne, Schluss und so. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir durch diesen Raum gleiten. Hurra, gleiten. Die Elfen. Yeah. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aloha. Tschüss. Bis dann.